Vielleicht bist du heute Morgen da, weil ihr gestern Abend Weihnacht gefeiert habt oder heute Nachmittag Weihnacht feiert als Familie. Herzlich willkommen. Vielleicht ist es für dich ein Heimkommen. Etwa mal an der Weihnacht bin ich wieder da. Da im Gottesdienst. Herzlich willkommen. Vielleicht hast du über die Adventszeit ihr am einen oder anderen Punkt Berührung gehabt mit dieser Kampagne Weihnachten, die Salome schon gesagt hat. Und du hast gesagt, den Abschluss möchte ich mir nicht entgehen lassen. Herzlich willkommen. Und vielleicht gehörst du da zum Inventar. Du hast die letzten Wochen und Monate mitbettet, mitgerungen, mitgeholfen. Oder hast du einfach miterlebt, dass das geschieht? Bist heute da, weil Weihnacht ist und weil man an Weihnacht doch in den Gottesdienst geht? Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, dass ihr da seid. Auch all die, die ich jetzt gerade gar noch nicht ergriffen oder umfasst habe, in ein paar Versuchen, das zu greifen. Schön, dass du da bist und wir uns miteinander dürfen auf die Geburt von Jesus fokussieren, seinen Geburtstag feiern, Begegnung haben mit ihm. Ja, wir haben uns über die Adventszeit dieser Frage oder dem Gedanken oder dem Wortspiel Weihnachten ausgesetzt. Why für warum überhaupt, gell? Warum Weihnachten, der Hoffnung auf der Spur? Und vielleicht hast du von dem gar nichts mitbekommen, darum ganz kurz. Wir sind im ersten Adventswochenende eingestiegen mit einer Podiumsdiskussion, Podiumsgespräch über die Frage, gibt's denn überhaupt Gott? Wir haben ausgewiesene Fachpersonen, Menschen aus unterschiedlichsten Settings, die miteinander im Gespräch dieser Frage nachgegangen sind. Gibt's überhaupt Gott? Am zweiten Wochenende, zweiter Advent, Gottesdienst da, im Haus, unter anderem, die Frage, bringt's Gott? Markus Watta ist da gewesen, Künstler, Musiker, wo uns auf seine ganz spezielle Art mit eingenommen hat, in Beantwortung von dieser Frage, bringt's Gott? Am dritten Adventswochenende, drinnen im Auholzwald, der Waldrundgang, besinnliche Lichtweg, der Frage, rett Gott? Rett Gott auch heute noch? Oder hat er einfach mal gerett und schwickt aber seitdem, rett Gott? Und dann am vergangenen Wochenende das Bräumium, nein, das Highlight könnte man eigentlich sagen, gell? Das Musical-Wochenende, Freitagabend, Samstag, zweimal. Das Musical, so eindrücklich, so unter die Haut gehend, die Frage, vergibt Gott? Und heute ist Weihnachten, heute ist die Geburt von Jesus im Zentrum und Salome hat schon angetönt, heute geht es um Ja, Gott. Heute sammeln wir das alles in dem Ja Gottes drin, in dem zuallererst Ja Gottes an uns, an dich und an mich. Ja, Gott. Und ich weiss nicht, mit was für einer Brille oder mit was für Augen du Weihnachtsgeschichte oder mit was für Ohren du Weihnachtsgeschichte so hörst oder erlebst oder liest. Ist es für dich nur Weihnachtsgeschichte, wenn sie aus der Luther-Übersetzung gelesen wird? Es begab sich aber zu der Zeit. Oder können es auch eine andere Wortwahl sein, aus einer moderneren Übertragung? Wie hörst du Weihnachtsgeschichte? Mit welcher Brille schaust du das an? Und ich möchte uns heute Morgen mitnehmen auf eine Reise ins Umland von dieser Weihnachtsgeschichte. Dort kommen nämlich ganz viele Menschen, Grüppli, mal Menschen sind eigentlich nie Einzelpersonen, immer Grüppli vor, wo dieser Hoffnung auf der Spur gewesen sind, wo es mit Hoffnung zu tun hatten.
Und wenn wir von dem Ja Gottes als Menschen ausgehen und dann her schauen, die Weihnachtsbegebenheiten, ihr, wie das Menschen gehofft haben, kann uns das durchaus der ein oder andere Augenöffner mit sich bringen heute Morgen. Kann uns vielleicht eine neue Brille aufsetzen, in die Geschichte jetzt schauen. Und ich habe für die verschiedenen Hoffnungspersonengrüppli jeweils eine Laterne da, die einen kennen sie schon. Sind denen auf dem Waldrundgang schon begegnet. Eine Laterne, die leuchtet für die Hoffnung, die Menschen hatten. Und leider ist das erste Menschengrüppli ein Ehepaar, wo die Hoffnung aufgegeben hat. Die Weihnachtsgeschichte. Zacharias und Elisabeth. Sie sind alt und hochbetagt gsi. Kinderlos, obwohl sie sich das Leben lang so Kind gewünscht haben. So dafür gebetet haben. Und es hätte einfach nicht sollen werden. Elisabeth, unfruchtbar. Also viel mehr hat man da natürlich noch nicht gewusst. Vielleicht war sie ja auch der Zacharias gewesen. Ja, aber es heisst, sie war unfruchtbar gewesen. Und für die, die das schon miterlebt haben, was das heisst, zu hoffen, die können ein bisschen nachvollziehen, wie es diesen zwei vielleicht gegangen ist. Wenn man Monat für Monat hofft, dass man schwanger wird. Und voller Hoffnung und voller Sehnsucht und immer wieder neu glaubt, es könnte doch werden, wenn man darum bettet, dass es doch endlich dürft werden. Und dann ist wieder ein Monat rum und die Tage kommen gleich wieder und es stellt sich keine Schwangerschaft ein. Und dann ist das ein Warten, ein sich ausstrecken, ein immer wieder Hoffnung gewinnen. Und mit zunehmendem Alter wird das immer kleiner. Wird das immer weniger. Weil man sich anfängt damit auseinanderzusetzen, es könnte ja gar nicht werden. Es könnte so bleiben. Aber gleich hofft man nochmal, solange es irgendwie geht, hofft man. Aber über den Punkt sind der Zacharias und Elisabeth längstens aus, alt und hoch betagt. Hoffnung aufgeben. Und dann hatte Zacharias Dienst im Tempel, er war Priester. Nach der Gewohnheit, nach dem regelmäßigen Ablauf, war er dran, das Räucheropfer zu bringen. Und während er drin war, um das Opfer zu bringen, hat die Gemeinde draussen gebetet. Und dann ist er dort drin am Opfern und dann begegnet ihm der Engel Gabriel. Furcht und Zittern hat ihn erfüllt und der Engel hat zu ihm gesagt, du musst keine Angst haben. Deine Gebete sind erhört worden. Deine Frau wird dir einen Sohn schenken. Er wird gross sein vor dem Herrn. Schon im Mutterleib drin wird er erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Er wird viele Menschen aus dem Volk Israel zurückführen zu Gott. Er wird dafür da sein, dass Väter ihre Herzen wieder ihren Kind zuwenden. Er wird der Wegbereiter sein vom Messias. Er wird ein ganz besonderer Mensch sein, wo die Elisabeth wird auf die Welt bringen. Und viele Menschen werden sich freuen zusammen mit euch. Und dann spürt man etwas von dem, dass sie Hoffnung aufgegeben haben. Dann sagt der Zacharias, wie soll denn das gehen? Ich bin uralt und meine Frau ist auch nicht mehr die Jüngste. Und dann sagte Gabriel zu ihm, weil du mir nicht glaubt hast, wirst du stumm sein für all die Monate, bis dass der Johannes auf die Welt kommt. Jetzt kann man sagen, das ist ein Zeichen.
Er ist vom Moment an stumm gsi, bis dass Johannes auf die Welt gekommen ist. Aber es war eben auch eine Strafe gsi. Weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du stumm sein. Hoffnung aufgeben. Ein weiteres Licht da. Das Licht von Zweinen, die von der Hoffnung überrascht waren. Maria und der Josef. Hey, die zwei, die sind verlobt gewesen. Das heisst, in einem gewissen Sinn haben sie Hoffnung gehabt, gell? Sie haben irgendeinen Plan in ihrem Leben, offensichtlich. Wir wissen ja nicht, werden die Ehe arrangiert gewesen von den Eltern oder abgekartet spielen. Wie fest sind sie verliebt gewesen, wie, dass man das heute manchmal kennt, wenn sich ein Pärchen zusammen auf den Weg macht oder irgendwann dann ja sich verlobt und will heiraten. Aber was sicher ist, sie sind zusammen gewesen. Sie sind verlobt gewesen. Das heisst, sie haben einen gemeinsamen Plan gehabt, eine Hoffnung für die Zukunft. Wir gründen eine Familie, gell? Wir sichern unser Altwerden, wenn dann eben Kinder kommen und so. Das war ja die Altersvorsorge von selber Zeit. Sie haben eine Hoffnung und einen Plan gehabt für ihr Leben. Und dann überrascht sie Gott. Und, sag jetzt mal, vielleicht ein bisschen durchkreuzt den Plan oder updatet den Plan ein bisschen. Der Engel Gabriel erscheint der Maria und sagt, dass sie wird schwanger werden, dass sie wird einen Sohn gebären und dass der Sohn wird der Sohn Gottes genannt werden, dass er wird Heil und Retter sein für die Welt. Und dann sagt Maria, ja, wie soll denn das gehen? Gell? Ich bin ja erst verlobt. Weißt du, das war hier noch klar gewesen. Dass wenn man erst verlobt ist, dass das noch nicht geht. Ja, wie soll denn das gehen? Und dann sagt der Engel zu ihr, der Heilige Geist wird der Urheber sein von dieser Schwangerschaft. Der Heilige Geist wird sein, der das in deinem Körper drin bewirkt. Drum wird der Mensch, der da auf die Welt kommt, Sohn Gottes genannt werden. Sohn Gottes. Hoffnung von dieser Welt. Retter und Messias, wo das ganz jüdische Volk so lange darauf gewartet hat. Und die junge Maria sagt in dem Moment, mir soll geschehen, wie du gesagt hast. Auch der Josef hat gewusst, was ich gehört zu selber Zeit. Der ist sich dann nicht ganz so sicher gewesen, was er jetzt mit seiner Maria soll machen soll, wenn die jetzt auf einmal schwanger wird, weil er hat ja gewusst, dass er nicht mit ihr geschlafen hat. Er hat sich ernsthaft überlegt, die Verlobung aufzulösen, sich daraus rauszunehmen. Auch ihm ist ein Engel begegnet, hat ihm gesagt, nein, hat ihm das Ganze alles erklärt und gesagt, bleib. Es ist Gottes Werk. Und die zwei, die einen Lebensplan hatten, die eine Hoffnung hatten, die sind von der Hoffnung Gottes überrascht worden. Und sie haben sich dem ausgesetzt, mit allem, was damit zusammengehangen ist. Mit allem Hoch und Tief, mit allen Schwierigkeiten, die das mit sich gebracht hat. Mit allen Herausforderungen, wo sie zum Teil schon etwas gespürt haben, davor schon in dem Moment. Und zum anderen Teil noch überhaupt nicht gewusst haben, was da noch alles wird kommen. Sie haben sich darauf eingelassen und sind den Weg gegangen. Überrascht von dieser Hoffnung Gottes. Und wir haben es zum Ende der Weihnachtsgeschichte auch gehört, wie Maria mit dem umgegangen ist, was dann passiert ist. Sie bewegte es in ihrem Herzen und hat es mit sich gedreht, ist mitgegangen in dieser Geschichte drin. Überrascht von der Hoffnung. Nochmal eine Lampe da. Mit Hoffnung ist Ungewisse.
Das ist das Grüppli von der Weisen aus dem Osten. Gell, von den heiligen drei Königen, die weder heilig noch drei noch Könige waren. Gell? Sterndeuter aus dem Osten, wo ein Stern am Himmel entdeckt hat und wo ihnen die Geburt von einem König angekündigt hat. Und offensichtlich war der Stern so durchschlagend gewesen, oder die Entdeckung so gewaltig, dass sie sich in fernen Landen, gell, im Osten dazu entschieden haben, sich aufzumachen, ihre sieben Sachen zu packen, ein paar Kostbarkeiten mitzunehmen, um den König zu besuchen, um den König anzubeten, um dem neugeborenen König zu huldigen. Ich weiss nicht, was genau ihre Entdeckung war am Himmel. An dem Podiumsgespräch am ersten Adventswochenende haben wir ja einen Astrophysiker dabei gehabt, den Norbert Peiler, und der hat uns in seinen Worten ein bisschen von dem Universum und von dem Gewaltigen und von dem Unbeschreiblichen können aufzeigen. Und in dem drin, dort, in dem Universum, haben sie den Stern entdeckt. Und es ist für sie so hoffnungsvoll gewesen, dass sie sich aufgemacht haben. Ins Ungewisse. Dann stellt euch mal vor, die hätten können ihre Reputation verlieren, wenn sie losziehen, eine riesen Reise machen. Nö, wir haben da einen Stern entdeckt, neuen König, wir ziehen los. Und dann kommen sie zurück, ein paar Monate später, und sagen, pff, wir haben uns geirrt. Das war nichts. Ja, da wären dann Fachleute und Spezialisten gewesen für die Zukunft. Oder sie kommen auf Jerusalem und weil es für sie logisch war, ist ja König, Königshaus, Thronfolger. Sie sind als erstes natürlich zum Herodes, sind gefragt, du, wir haben da einen Stern entdeckt am Himmel, neuer König, wo ist der neue König? Und der sagt, was, neuer König? Weiss für nicht. Sie hätten ja auch können völlig ins Leere rauslaufen. Völlig ausgelacht werden, spinnen die ja. Ja, sie sind ins Ungewisse raus, voller Hoffnung. Mit Gold, Weihrauch und Myrrhe haben sie sich aufgemacht, um dem neuen König zu begegnen, um ihn anzubetten, um vor ihm auf die Knie zu fallen. Hoffnung ins Ungewisse. Noch eine vierte Hoffnungslaterne. Hoffnung voller Geduld. Simeon und Hanna. Im Anschluss an die Weihnachtsgeschichte heisst es, dass am 8. Tag nach der Geburt von Jesus Josef und Maria sich aufgemacht haben, wie es das Gesetz der Juden vorgeschrieben hat, ihren Sohn beschneiden zu lassen. Sie sind dazu auf Jerusalem in den Tempel gegangen. Und dort begegnet sie diesen zwei. Der Simeon, ein alter Mann, der genau an dem Tag geführt durch den Heiligen Geist in den Tempel gekommen ist. Weil Gott hat wollen, dass die vier dort aufeinandertreffen. Weil er auf das Heil und die Rettung Israels gewartet hat. Und als er das Jesuskindli dann im Arm gehabt, wie es Vrenig hat gesagt hat, wenn man so ein kleines Baby dann im Arm hat, gell, am 8. Tag nach der Geburt. Und was sagt Simeon dann zu Jesus, wo er im Arm hat? Ich habe das Heil Gottes gesehen. Stellt euch mal vor. Er hat das Baby im Arm und sagt, ich habe das Heil Gottes gesehen. Nun kann ich in Frieden sterben. Denn Gott hat mir gesagt, ich werde nicht sterben, bis dass ich den Rettler gesehen habe. Und er hat gewartet und gehofft und glaubt. Und ist an den Punkt gekommen, wo er das Heil Gottes darf in den Armen haben. Und wo er im Frieden kann sagen, jetzt kann ich sterben. Und parallel dazu, Hanna, eine Witwe,
nur wenige Jahre verheiratet gsi, ihren Mann ist gestorben, sie hat nicht mehr geheiratet und ist über lange, lange Jahre, bis über 80, am Betten, am Ringen, am Fasten gsi, täglich im Tempel gsi, hat ums Heil Gottes gerungen, hat für den Messias betet, hat ein grosses Anliegen und vor allem eine Wahnsinnsgeduld an den Tag gelegt, im Blick auf die Hoffnung. Hoffnung voller Geduld. Voller Geduld, dass Gott wird. Hoffnung, ein Licht, das für die Geduld leuchtet. Im Glauben, es kommt, es wird. Noch eine fünfte Laterne. Also ich habe noch mehr im Büro. Die fünfte Laterne heute Morgen, die steht für unsere Hoffnung. Was ist unsere Hoffnung? Vielleicht gerade rund um Weihnachten. Vielleicht auch völlig losgelöst von Weihnachten. Wo leuchtet unser Licht? Es könnte ja sein, dass bei uns gerade die Laterne brennt, von Hoffnung aufgeben. In welcher Frage auch immer. Vielleicht ist es Kinderfrage, vielleicht ist es die Lebenspartnerfrage, vielleicht ist es Berufsfrage, vielleicht ist es eine Sinnfrage. Ich weiss auch nicht, was für Fragen alles gerade um sind und dich bewegen heute Morgen. Vielleicht ist im Moment die Laterne in deinem Leben vom Brennen Hoffnung aufgeben. Vielleicht ist aber auch die Laterne der Hoffnung überrascht am Brennen. Hoffnung überrascht. Es sind Pläne da, es sind Lebensgedanken da, es ist eine Perspektive da und Gott überrascht. Gott kommt trainieren. Gott wälzt um. Gott bringt etwas Neues, etwas Weiteres, ein Update dazu. Vielleicht ist deine Laterne gerade am Brennen. Hoffnung ist Ungewisse. Und zwar ist Ungewisse wie die Weise aus dem Osten. Versteht ihr, wir können ja ungewiss sein und einfach daheim bleiben, gell? Und sagen, wir warten mal. Es könnte ja etwas werden. Wir wissen es aber nicht, wir sehen es ja dann. Oder wir können ungewiss sein und losziehen. Uns aufmachen, die 7 Sachen zusammenpacken, Kostbarkeiten mitnehmen, losgehen, auch wenn wir nicht wissen, ob man findet, ob man es findet, ob man auf das treffen, wo man denkt. Hoffen ist Ungewisse. Oder vielleicht ist es die vierte Laterne. Hoffen mit Geduld. Dranbleiben. Beten. Ringen. Fasten. Mich aufmachen in die Gegenwart von Gott. Mich ganz ihm ausliefern. Glaubend dranbleiben. Geduldig dranbleiben, dass die Hoffnung sich wird erfüllen. Und ich hänge die Laterne ganz bewusst ins Zentrum vom Kreuz. Die Laterne, die für unsere Hoffnung brennt. Für das Ja von Gott an dich und mich. Für das Ja von Gott, wo uns
an der Weihnachten so deutlich begegnet. Gott wird Mensch. Jesus verlässt die himmlische Herrlichkeit und kommt als Mensch, als bedürftiges Baby in die Welt ein. Das deutlichste Zeichen vom Ja Gottes für die Welt, für uns Menschen, für dich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, schreibt Johannes, Kapitel 3, Vers 16, dass es einen einzigen Sohn gibt. Im Zentrum von dieser Hoffnung steht das Ja Gottes an uns, wo in Weihnachten so offenbar und deutlich wird. Und dann geht es ja weiter, wenn wir beim Kreuz bleiben. Wenn es um das Ja Gottes für uns geht, bis hin zum Tod am Kreuz. Gottes Ja ist in Jesus Christus so groß, dass Jesus kommt und sagt, ich zahle deine Schuld. Ich zahle für dich. Ich begleiche deine Rechnung. Du bist völlig frei von allem, was dir anlastet und an Sünde und Schuld und Gewicht und Schwere und Vergänglichkeit und Verlorenheit in dir drin steckt. So groß ist mein Ja für dich. Und es ist die Hoffnung vom lebendigen Gott, dass wir Menschen ebenfalls ein Ja haben für ihn. Marteli hat so eindrücklich gesagt in der Geschichte mit der Garrette auf dem Hochseil da. Es ist Gottes Hoffnung, dass wir ein Ja haben für ihn. Sein Ja zu uns, das steht. Er lädt uns ein, er ruft uns dazu auf, er wünscht sich nichts mehr, als dass auch wir ein Ja haben für ihn. In diesem Bewusstsein, dass er für uns, nicht wir müssen, nicht wir sind für die Vergebung von unserer Schuld verantwortlich. Nicht wir sind die Helden in dieser Geschichte, sondern er für uns. Und es ist die Frage, die Einladung, der Wunsch, dass wir Menschen in dieser Form ein Ja haben für ihn. Ich weiss, das heisst, wir brauchen über unseren Stolz gumpen. Darüber, dass wir es doch im Griff haben, dass wir es schon schaffen, dass ich halt schon noch, auch noch ein bisschen dabei sein und so, gell? Ja, Gott, du für mich. Und in dem Sinn lade ich dich an dieser Weihnacht ein, der Hoffnung nicht nur auf der Spur zu sein, sondern Hoffnung zu leben in dem Ja, Gott, er für mich und ich für ihn. Und in dem drin mir bewusst sein, es kann Momente geben, wo ich Hoffnung aufgegeben habe, wo ich von Hoffnung überrascht bin, wo Hoffnung ins Ungewisse raus ist, wo Hoffnung voller Geduld gefragt ist. Ja, Gott, du bist der Anfang und das Ende von meiner Hoffnung. Und darum feiern wir Weihnacht. Und darum feiern wir Karfreitag. Und darum feiern wir Ostern. Und darum ist Himmelfahrt. Und darum feiern wir Pfingsten. Ja, Gott, sein Ja für uns. Und hoffentlich auch dein Ja für ihn.